Die aktuelle Corona-Situation und die dazugehörige Erkrankung, die auch als Covid-19 bekannt ist, bereitet einigen Menschen Angst und Sorge. Insbesondere Risikogruppen wie ältere Menschen, Patienten mit chronischen Erkrankungen oder schwangere Frauen können potenziell gefährdet sein. Und dann gibt es Unternehmen, selbsternannte Experten und Pseudowissenschaftler, die mit überteuerten Nahrungsergänzungsmitteln unseriöse Versprechungen machen und zum Teil mit Studien argumentieren, die entweder inhaltlich falsch dargestellt werden, aufgrund der Studienmethodik nicht auf die Corona-Situation übertragbar sind oder gar nicht erst existieren. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. In lebensbedrohlichen Situationen oder in solchen, die als lebensbedrohlich empfunden werden, wird nach jedem Strohhalm gegriffen. Zusätzlich fördern unkritische Stimmen die Verbreitung solcher unreflektierten Fake News auf Social-Media-Kanälen. Dabei würde die Überprüfung der Quellen auf ihre Gültigkeit nur wenige Minuten beanspruchen. Infolgedessen werden seriöse Wissenschaftler und Mediziner als Leugner, Heuchler und Marionetten einer profitorientierten und verschworenen Industrie dargestellt. Und sorgenschweren Menschen, die nicht mehr wissen, wem sie vertrauen können, wird das Geld aus der Tasche gezogen. Hallo Freunde, mein Name ist Famulus. Heute will ich mal etwas mit den Mythen aufräumen. Insbesondere zum Thema Covid-19 und Nahrungsergänzungsmitteln möchte ich dir einen wissenschaftlichen und unabhängigen Überblick geben, was tatsächlich der aktuelle wissenschaftliche Stand ist. Mittlerweile ist das Netz überflutet von Fake News und Verschwörungstheorien, wenn es um das Thema Coronavirus geht. Und da das Thema sehr groß und die Forschung bezüglich Covid-19 weiterhin sehr dynamisch ist, ist es mir gar nicht möglich, so sehr ich es auch versuche, die Thematik komplett zu erörtern. Nichtsdestotrotz habe ich mir den Anspruch gesetzt, jeden Interessierten mit der folgenden Videoserie zu erreichen. Der Kanal Famulus steht nicht nur für Sport und Ernährung, sondern für Ganzheitlichkeit und Wissenschaftlichkeit. Ich möchte dir einen aktuellen Überblick verschaffen, ob und wie Nahrungsergänzungsmittel dazu beitragen können, uns gesund zu halten und vielleicht das Immunsystem zu stärken. Dabei werde ich allerdings nicht nur auf positive, sondern auch auf negative Effekte einer Nahrungsergänzung eingehen. Wer mich kennt, weiß, dass ich keine Produkte verkaufe und auch von keinem Unternehmen finanziert werde. Auch wenn ich eine persönliche Befangenheit nie ausschließen kann, ist es mein Ziel, wirklich alle Seiten darzustellen. Obwohl die Videoserie aufgrund der aktuellen Corona-Situation entstanden ist, sind die Videos, die in der nächsten Zeit folgen werden, als unabhängige Videos zu verstehen. Die Themen sind noch nicht komplett festgelegt und da aktuell einige Studien an Covid-19 erkrankten Personen durchgeführt werden, kann es jederzeit sein, dass sich in der Thematik oder in der Reihenfolge etwas verändern mag. Geplant sind folgende Inhalte. Erstens, ich möchte dir einen Überblick verschaffen, welche Strategien zur Prävention einer Viruserkrankung, und das gilt dann auch für Grippe- und Erkältungsviren, tatsächlich wirksam und wissenschaftlich belegt sind. Zweitens, ich möchte einige Mythen aufgreifen und sie entkräften. Und drittens, ich möchte einige Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamin C, Zink und Vitamin D ansprechen, die zurzeit als besondere Immunbooster vermarktet werden. Doch im Prinzip halte ich mir die Videoserie offen, um auch für neue Themen gewappnet zu sein. In diesem Sinne bist jetzt du gefragt. Welches Thema wünschst du dir zur aktuellen Corona-Debatte? Welche Fragestellung soll ich anreißen oder welche Mythos soll ich auf den Grund gehen? Schreib es mir in die Kommentare. Ich bin gespannt auf deine Vorschläge. Dein Famulus. Auch wenn dieses Video kein konkretes Thema behandelt hat, war es mir wichtig, dich über den aktuellen Stand meines Videoprojekts zu informieren. Tatsächlich wollte ich schon immer ein Video zur kritischen Reflexion bestimmter Nahrungsergänzungsmittel aufs Immunsystem machen. In diesem Sinne freue ich mich auf dein Feedback im Kommentarfeld. Vergiss nicht, mir ein Abo zu geben und die Glocke zu aktivieren, damit du keines meiner Videos verpasst.